Ja, herzlich willkommen. Du bist der Geschäftsführer von der Odenwälder Handmanufaktur. Ich würde mich freuen, wenn du dich noch mal kurz vorstellen würdest. Ja, mein Name ist Thorsten Klein, 47 Jahre alt, gebürtige Odenwälder, komme hier aus Birkenau, direkt um die Ecke von Thomas. Habe viele Jahre in verschiedenen Funktionen in der Spedition, Logistik und Vertrieb gearbeitet, aber auch in der Pharmaindustrie und habe mich mit 5 Freunden jetzt im vorletzten Jahr entschieden, die Odenwälder Handmanufaktur zu gründen. Hintergrund dazu war, dass ich einen Patientenfall in der eigenen Familie hatte und wir sehr viel CBD-Präparate verwendet haben und dann irgendwann auf die Idee kam, hey, warum machen wir das eigentlich nicht selbst? Thema Ökologie, Regionalität und auch die Ja. Möglichkeit, eben einen direkten Einblick zu haben auf die Produktion. Wo kommen die Waren her? Wie werden sie verarbeitet? Wer hat sie angebaut? Unter welchen Bedingungen? Das waren für uns tragende Themen, um zu entscheiden, dass wir tatsächlich jetzt in diesen Bereich selbst reingehen wollen. Und bislang haben wir es nicht bereut, haben tolle Partner in der Region gefunden, die mit uns zusammenarbeiten. NextVital ist ja einer davon. Und so hat es sich jetzt tatsächlich zugetragen, dass wir jetzt mit dem Deep Green auch die zweite Stufe unserer Entwicklung in den Hanfextrakten vollziehen konnten. Haben dann wirklich tolles Extrakt letzten Endes. Und ich habe jetzt schon die ersten Fragen gesehen, warum das CBD-Öl nur 1% und nicht 10% Anteil hat. Mal gleich drauf. Gehe ich gerne gleich mal drauf ein. Grundsätzlich ist es so, ein Vollspektrumöl kann keine 10% CBD enthalten, weil man immer natürliche Zusammensetzung von THC und CBD gehalten hat. Das heißt, in dem Moment, wo ich das CBD auf 10% in der Konzentration erhöhen würde, würde ich auch den natürlichen THC-Gehalt um den gleichen Bereich erhöhen. Bedeutet am Schluss, dass ich sehr weit über die gesetzlich zulässigen Grenzwerte käme. Dementsprechend kann ein 10%iges CBD-Konzentrat, und das haben wir es ja schon, es ist ein reines Isolat in dem Sinne, kann dann nicht alle Inhaltsstoffe in der natürlichen Zusammensetzung haben, weil ich muss das CBD, das THC irgendwo rauslösen. Ansonsten ist es in Deutschland nicht zulässig. Wir haben die Zulassungsgrenze im Moment von 0,2% in Deutschland. Wird jetzt gegebenenfalls angepasst für die Nutzhanfbedingungen auf 0,3. Aber trotzdem sind da die THC-Werte zu berücksichtigen. Das heißt, unter natürlichen Bedingungen kann ich eigentlich mit den in Europa zugelassenen Nutzhanfsorten maximal bis 2,5% natürlichen CBD-Gehalt kommen in der natürlichen Zusammensetzung. Und da arbeiten wir im Moment dran, unsere Extraktion dahingehend auch zu optimieren. Aber selbst mit 1%, und das ist das, was wir auch von Nutzern als Feedback haben, haben wir ganz viele Leute von 20, 25-prozentigen Isolaten, CBD-Isolaten umgestellt auf unser Extrakt. Und sehr viele bestätigen uns, dass die Anwendung oder die Anwendungserfolge deutlich höher sind als bei klassischen Konzentraten. Und da muss man wirklich den Unterschied machen. Wir haben hier kein klassisches Konzentrat, kein Isolat mit nur CBD, sondern wir enthalten alle Pflanzenstoffe der Hanfpflanze in der natürlichen Konzentration 1:1. Und das ist das Nachhaltige. Somit kommt überhaupt erst der Entourage-Effekt zum Tragen. Und damit habe ich auch ein ganz anderes, viel breiteres und tieferes Wirkspektrum als beim reinen CBD-Präparat. Wobei man natürlich fairerweise dazu sagen muss, die hochkonzentrierten CBD-Konzentrate haben sehr wohl auch ihre Berechtigung im Markt in Einzelanwendungsfällen, Thema Krebspatienten in sehr fortgeschrittenen Stadien etc. Aber für den klassischen, ich sag mal 0815-Patienten, Schmerzpatienten oder auch jemand, der einfach seine innere Unruhe, möglicherweise auch leichte Schmerzen oder auch eben Schlafstörungen bekämpfen möchte, reicht es problemlos aus, mit einem Vollspektrum daran zu gehen. Und nicht mit 15, 20, 30-prozentigen Extrakten daran zu gehen, die letzten Endes sehr viel teurer sind auch in der Anschaffung und am Schluss nur CBD in aller Regel enthalten. Und das ist die Abgrenzung, die man einfach kennen sollte. Ja, vielen Dank erstmal für die Erläuterung. Das wäre natürlich sowieso eine Frage gewesen, die wir heute auf jeden Fall noch besprochen hätten, völlig klar. Ich möchte ganz kurz auch nochmal sagen, wie ich dich kennengelernt habe. Ich fand das auch ganz interessant von der Story. Ich habe Thorsten über einen Patienten von mir kennengelernt und bin dann direkt hingefahren. Ich habe mir direkt die Produktion angeguckt. Ich kann euch sagen, wenn ihr da reinlauft, ja, ist schon ein ganz besonderer Geruch, der da stattfindet. Das auf jeden Fall. Aber es ist echt super, wie ihr das produziert und wie ihr euch auch insgesamt von der Firma entwickelt habt. Und ich denke, da läuft was richtig Großes mit uns zusammen. Da freuen wir uns riesig drauf. Ja. Gut, ich denke und auch viele andere Zuschauer würde es noch interessieren, wie ihr produziert, also von wo ihr eure Rohstoffe bezieht, wie ihr die Qualitätskontrollen macht und wie ihr sicherstellt, dass auch die Qualität beim Kunden ankommt, die der Kunde haben möchte und die er auch verdient. Ja, also das Besondere bei uns ist tatsächlich, wir haben das gesamte Konstrukt auf regionale, ökologische Nachhaltigkeit aufgesetzt. Das heißt, wir haben tatsächlich im Odenwald eigene Naturlandpartner, die wir beauftragen.
denen wir vorgeben, das Saatgut möchten wir haben, zu dem und dem Zeitpunkt möchten wir gerne anfangen zu pflanzen, dann möchten wir gerne ernten und auch die Vorgaben machen, wie diese Pflanzen dann am Schluss geerntet werden und auch verarbeitet und getrocknet werden. Das heißt, wir haben den direkten Zugriff als Beauftragender am Partner auf die jeweiligen Landwirte, mit denen wir kooperieren, können dahingehend dann auch eben jederzeit entscheiden, wir ernten heute mal früher, in diesem Jahr mal später, können somit auch mit den Cannabinoid-Spektren so ein bisschen agieren und auch das Ganze mehr oder weniger in unsere Richtung nutzen. Die Naturlandpartner, mit denen wir zusammenarbeiten, oder auch die Biolandpartner, also wir haben zwei letzten Endes mittlerweile, unterliegen den strengen Richtlinien, die eben diese beiden Verbände auch vorgeben. Und die Verarbeitung geschieht 1:1, 100% im Odenwald. Will auch heißen, es wird nichts ausgelagert. Wir verarbeiten direkt, lassen uns vom Bauern mit unseren Hanfballen beliefern. Die werden dort bei uns zwischengelagert und gehen dann in eine klassische manuelle Produktion. Ich sage es immer auch zu den befreundeten Partnern, so wie es ursprünglich eigentlich mal unsere Urgroßeltern gemacht haben, nämlich ihre Hanfextrakte hergestellt zu haben, basierend auf diesem tatsächlich uralten Rezept von meiner Urgroßmutter, stellen wir Hanfextrakte her, natürlich gepaart mit den heute technisch möglichen Dingen, die noch zur Verfügung stehen, die man heute noch nutzen kann, die früher eben nicht zur Verfügung standen. Aber im Endeffekt ist tatsächlich die Produktion unseres Hanfextraktes zu mehr als 90% Handarbeit. Hervorragend, super. Das ist Bioqualität, wie man es sich eigentlich vorstellt. Ne? Ja. Eigener Garten sozusagen. Ja, und was das Thema da weißt du halt einfach ganz genau, was du auch bekommst. Und da kannst du dich auch 100% nicht drauf verlassen. Und das ist auch das, was wir wollen. Wir von Nexvital sind sowieso der Ansicht, dass Pflanzen immer in ihrer gesamten Form am besten wirksam sind. Wir werden ja, gehen ja jetzt auch nicht nur hin und machen bei der Mariendistel einen Silimarinextrakt rein, sondern eben natürlich einen Mariendistelextrakt, weil wir einfach der Meinung sind, dass die ganze Pflanze besser wirkt. Und das werdet ihr auch merken, wenn ihr das CBD-Öl probiert. Und das ist echt eine super geile Sache, schmeckt auch genial. Und jetzt vielleicht sagst du auch noch mal kurz was zu der Entwicklung der verschiedenen Öle, auf denen das Ganze stattfindet. Ja, das Thema Qualitätsmanagement ist natürlich auch noch ein wichtiger Punkt, den würde ich gerne noch abrunden wollen. Wir haben einen eigenen zertifizierten Qualitätsmanager, der auch einer unserer Gründer ist. Das heißt, der hat für uns ein komplettes TQM aufgestellt. Wir haben komplett gemäß HACCP allen Lebensmittelrichtlinien etc. quasi komplett auch Prozesse dokumentiert und modelliert. Von Anfang an bereits, da haben wir noch gar nicht eigentlich an diese ganzen Themen in dieser Tiefe gedacht. Will auch heißen, jede Charge von uns durchläuft ein Labor. Es geht bei uns nichts raus, was nicht vorher vom Labor als Charge freigegeben wurde. Und die Besonderheit auch der Öle, was du jetzt sagst, es ist tatsächlich so, wir sind im Moment in Europa, ich habe jetzt gestern nochmal nachgeguckt, ich habe niemanden gefunden als Hersteller. Es gibt in Europa keinen Hersteller derzeit, der tatsächlich in der Lage ist, Chargen getreu und Chargen gleich, das Extrakt, will heißen die Blüten, und auch das eigene Hanfsamenöl aus der gleichen Charge zu extrahieren und am Schluss wieder zusammenzuführen. Man muss es sich so vorstellen, wir ernten die Pflanze oder ein Stück des Feldes der Pflanze, nehmen letzten Endes die Blüte davon raus, extrahieren daraus die Cannabinoide und nehmen dann aus den Hanfsamen das Öl, das wird bei uns auch gepresst, und führen dann eben dieses selbstgepresste, extrem narrativ kaltgepresste Hanfsamenöl aus Naturlandanbau mit den Blüten zusammen, haben somit quasi, wie man es aus der Whisky-Industrie kennt oder sich erträumt, Chargen rein, Chargen getreu. Und das schmeckt man tatsächlich auch. Auch die Löslichkeit im eigenen Hanfsamenöl ist enorm. Und da muss man auch dazu sagen, und das ist auch wichtig für uns, wir verwenden keinerlei Zusatzstoffe. Unsere Extrakte sind 100% in Natur gelöst. Und beim Deep Green ist es tatsächlich so, in diesem Extrakt befindet sich nichts anderes als Inhaltsstoffe der Hanfpflanze. Zu 100%. Super. Und ihr arbeitet auch nachhaltig ökologisch. Vielleicht kannst du auch noch was drüber sagen, was ihr mit dem Rest der Pflanze macht. Ziel, tatsächlich Prämisse unserer Company war auch zu Beginn wichtiger Teil unserer Strategie, dass wir tatsächlich in der Lage sind, die Pflanze zu 100% zu verwerten. Das heißt, wir machen unter anderem vom Beginn der Blüte bis hin zu den Hanfsamenölen, kommen jetzt die nächste und übernächsten Wochen mit Hanfproteinen auf den Markt, die aus den Presskuchen gewonnen wurden. Es kommen Hanftees, die letzten Endes aus den abgereicherten Blütenextrakten dann letzten Endes zur Verfügung stehen, dann ebenfalls in den Markt. Und last but not least natürlich auch alles, was an Resten übrig bleibt, will heißen das Einstreu oder das Hanfstroh, das übrig bleibt, geht direkt in den Bereich Einstreu, Tiereinstreu,
Wir haben da etliche Pferdenarren und auch Tierärzte, die da sehr froh drüber sind, dass sie diese Möglichkeit haben, bei uns das Einstreu zu beziehen. Will heißen, aus dem Ballen, den uns der Naturlandbauer liefert, wird wirklich zu 99% alles verwertet, landet irgendwo in hochwertigen Produkten und es wird nichts weggeworfen. Ja, das genau war unsere Maxime auch bei der Gründung der Company. Wir wollen nicht einfach nur irgendeinen CBD-Extrakt aus irgendwoher haben, sondern wenn, dann wollen wir alles in der eigenen Hand haben und im besten Fall tatsächlich auch eine hundertprozentige Verwertbarkeit der Pflanze darstellen. Weil sie bietet so viel, die Handpflanze. Man muss nur wissen, was man damit anfangen kann und wie man es verwerten kann. Aber es ist sehr schade, dass das die letzten Jahrzehnte so in der Versenkung verschwunden ist, dieses Wissen über diese Heilpflanze. Und es ist toll, dass wir jetzt wieder langsam aufgeklärt werden und uns in dieses Thema wieder ranarbeiten. Ja, hervorragend, wirklich super. Freut mich riesig, dass ihr das auch so nachhaltig macht. Unser Stichwort ist ja, oder unser Motto ist ja auch immer Nachhaltigkeit. Deswegen arbeiten wir auch parallel immer an Verpackungen, an Gläsern, die wir eventuell verwenden können. Da sind wir immer ständig die ganze Zeit dran. Und das ist eine ganz wichtige Sache. Damit arbeiten wir ganzheitlich in der gesamten Welt. Und da müssen wir uns auch nicht schlecht fühlen, wenn wir ein Produkt herstellen, sondern können wir uns wirklich gut fühlen. So ist es. Man muss ein gutes Gefühl dabei haben. Richtig. Vielen Dank für deine Informationen. Ich würde mir jetzt die Fragen entgegennehmen zur praktischen Anwendung des CBD-Öls oder auch zum Schlaf. Ich würde das gerne so handhaben, dass ich die Frage zunächst nochmal vorlese und wenn du das Gefühl hast, dass du die Frage besser beantworten kannst als ich, was mit Sicherheit bei CBD die ganze Zeit sein wird, dann würde ich dich bitten, dass du die Frage beantwortest. Schieß mal los, Leute, was ihr Fragen habt. Bitte. Marc und Piero haben bestimmt schon ein bisschen was aufgeschrieben. Ich weiß jetzt nicht, was jetzt während dem Vortrag kam, habe ich jetzt nicht zugehört. Also ich ganz kurz zur Information. Die meisten Menschen geben wir als Rückmeldung 5 Tropfen morgens und 5 Tropfen abends. Das ist so das, was wir aus der praktischen Rückmeldung der Leute bekommen. Und das reicht wohl aus, auch für die meisten in der Schmerztherapie. Der Marco hat sogar noch weniger uns hat gereicht. Und ja, gucken wir mal, was so für Fragen kommen. Also bis jetzt hat eine Frage noch. Also, ja. Die Frage war noch gewesen, wie der Hanftee aussehen würde und was wir dafür Benefits erwarten können. Der Hanftee wird aufgrund der gesetzlichen Vorgaben in Deutschland eine Mischung sein, entweder mit Brombeerblättern oder mit Heidelbeerblättern. Den müssen wir leider so in Anführungsstrichen runter verdünnen, weil uns die Gesetzgebung da keine Möglichkeiten lässt. Aber er ist sehr lecker, er ist sehr beruhigend, er wirkt entspannend. Ich habe ihn jetzt schon in den letzten paar Phasen regelmäßig getestet, auch in der Entwicklung. Beim Brombeerblättertee ist es so, mit den ätherischen Ölen, die wir da auch mit rausbekommen, ist das sehr entspannend, auch was die Bronchien angeht. Auch was das Thema Mundflora angeht, wer Entzündungen im Mund hat, im Rachenraum etc. Auch eine tolle Geschichte. Und beim Heidelbeerblättertee ist es tatsächlich so, da haben wir jetzt schon viele Rückmeldungen bekommen von Nutzern, die sagen, es ist sehr magenberuhigend, auch ebenfalls sehr entspannt und fördert einfach auch ein gewisses Runterkommen am Abend. Und das soll ja eigentlich auch das Ziel sein, dass wir tatsächlich einen ruhigen Schlaf finden, die Möglichkeit finden, einen inneren Punkt auch zu finden und irgendwie zur Ruhe zu kommen am Abend. Und da ist so ein Tee mit Sicherheit eine sehr gute Alternative. Wird allerdings noch ein paar Tage dauern. Das sind die letzten mikrobiologischen Analysen im Moment gerade noch auf dem Weg und dann geht es auch in dieser Richtung vorwärts. Super, das freut mich auf neue, freue ich mich sehr auf die neuen Produkte. Mich persönlich interessiert auch nochmal das Hanfprotein, weil ich das natürlich bei mir sehr viele Sportler, auch als unsere Follower und auch sehr viele Fitnesstrainer. Und da ist natürlich immer wieder die Frage auch nach einem Protein. Und da wollen wir was möglichst Natürliches anbieten, was uns auch nicht so viel Entzündung erzeugt wie die meisten Ersatzprodukte, was in Proteine angeht. Deswegen wäre auch nochmal ein Wort zum Protein, über die Inhaltsstoffe, Proteingehalt etc. wäre auch nochmal wichtig. Ja. Vielleicht kannst du uns da nochmal informieren. Also, wir haben die Analysen jetzt vorliegen zum Protein. Wir sind da tatsächlich beim Proteingehalt von etwa 43-44%. Werden da tatsächlich auch vielleicht noch ein bisschen in die Tiefe gehen, was die Optimierung angeht, auch in der Feinsiebung vielleicht noch ein bisschen die prozentuale Anteile erhöhen. Aber grundsätzlich ist es so, wir haben einen sehr guten Anteil oder ein sehr gutes Mischungsverhältnis auch an Ballaststoffen da drin. Ich habe selber auch getestet. Ich habe früher auch sehr viele Proteine schon getestet in der Vergangenheit und muss sagen, es schmeckt sehr lecker. Es ist sehr bekömmlich, sehr verträglich und ich nutze es im Moment als Frühstücksersatz, da ich ein absoluter Frühstücksmuffel bin. Das heißt, morgens kriege ich so gut wie nichts. Normalerweise mit Gemüse natürlich, klar, das wissen ja unsere Zuschauer natürlich. Ganz genau und, und letzten Endes ist es so bei mir, also wenn ich meinen Hanf-Protein-Shake am frühen Morgen zu mir genommen habe, ich habe von 8 bis 12 Uhr tatsächlich ein absolutes Sättigungsgefühl, habe aber nicht das Gefühl, dass ich jetzt irgendwie überfüllt bin,
Und ja, es ist einfach eine gute Lösung für Menschen, die morgens entweder nicht die Zeit haben, in Ruhe zu frühstücken, oder die sehr gerne einfach ja, einen Energieboost am frühen Morgen brauchen. Da ist es eine gute Option auf jeden Fall. Wunderbar. Wir empfehlen ja auch, dass man am Frühstück ja auch den Proteingehalt erhöht. Wir empfehlen natürlich, das mit Gemüse zu kombinieren. Wie sieht es aus mit dem Hanf Crunchy? Vielleicht kannst du darüber noch mal ein paar Worte sagen. Wird das kommen demnächst oder wie sieht es aus insgesamt? Wie ist das gelaufen? Ja, da mussten wir noch ein zweites Mal in die Laborrunden gehen. Wie gesagt, die Gesetzgebung in Deutschland ist da ein bisschen stringent. Da müssen wir im Tausendstel Milligramm-Bereich THC angekommen, den wir nicht überschreiten dürfen. Das haben wir jetzt geschafft, so wie es ausschaut. So dass ich denke, dass wir da auch die Hanf Crunchies, das ist quasi eine Mischung aus dem Presskuchen, aus dem die Hanfsamen gepresst dann zu Öl werden. Und diese Restmischung, die hat einen tollen Anteil, einerseits einen guten Schalenanteil, was die Ballaststoffe angeht, aber auch einen sehr positiven Anteil, was die Eiweiße, Proteine angeht. Und das ist eine sehr leckere Müsli-Lösung, die man so direkt klassisch ins Porridge, ins Müsli mit reinmachen kann. Sehr nahrhaft, sehr schmackhaft. Und du hast es ja auch schon probiert, Thomas. Das lässt sich durchaus sehr gut mit beimischen. Definitiv. Wir haben ja auch schon ein Insta-Live gemacht über das richtige Müsli und das wäre natürlich auch eine hervorragende Komponente. Ich hoffe, dass das klappen wird. Ja, wir arbeiten mit Hochdruck daran. Wunderbar. Dann bedanke ich mich für deine Zeit, weil wir jetzt noch andere Fragen zu beantworten haben. Hat mir viel Spaß gemacht, dass du mit dabei warst. Und wenn noch mehr kommen, Leute, guckt euch auch gerne auf meinen Account von Odenwälder Hanf an. Ich denke, da wird auch einiges kommen in Sachen Postings. Ihr fangt ja gerade an, so ein bisschen mit dem ganzen Social Media, der ganzen Social Media Arbeit. Und da wünsche ich euch ganz viel Glück dabei, ganz viel Erfolg und bedanke mich nochmal, dass du mit dabei warst und alles Gute. Ne? Schönen Danke, Tag. Euch auch. Viele Grüße.